Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rauber und warum hat der Mann jetzt ein Headset auf, ne? Hier. Das habe ich nur deswegen auf, weil ich euch mal zeigen will, wie es hinter den Kulissen aussieht, und zwar jeden Donnerstag um 17 Uhr. Jeden Donnerstag, jetzt kann ich es auch absetzen, jeden Donnerstag um 17 Uhr findet ja bei uns das wöchentliche Live-Webinar, was wir Helpdesk nennen, statt. Das Helpdesk, das ist für die Abonnenten unseres Börsendienstes Optionsstrategien. Das heißt, jeder, der den Börsendienst abonniert hat, kann am Donnerstag dann live an diesem Webinar teilnehmen. Was machen wir in diesem Webinar? Wir erklären alle offenen Positionen, die wir in den Konten haben. Wir haben ja mittlerweile im Börsendienst drei verschiedene Konten. Also ein Konto, wo wir Future-Optionen handeln, ein Konto, wo wir Cash Secured Puts handeln, das ist unser Investorenkonto, wo wir also versuchen langfristig zu zeigen, wie man langfristig ein Konto aufbaut mit Hilfe von Cash Secured Puts und Covered Calls. Und wir haben jetzt ganz neu auch wieder gestartet mit 5.000 Euro ein Aufbaukonto, um eben denjenigen zu helfen, die wenig Kapital zur Verfügung haben, wie kann man ein kleines Konto wieder größer machen. So, und das heißt, wir zeigen alle offenen Positionen, die wir haben, wir besprechen alle Trades, die wir gemacht haben, und danach kommt der wirklich spannende Teil, denn danach können die Teilnehmer Fragen stellen. Und da kommen jede Woche so, naja, zwischen 20, manchmal bis zu 50 Fragen, die wir dann hier beantworten. Wir, das ist einmal ich und mein Kollege, der Joachim. Und da sind immer wieder wirklich extrem spannende Fragen dabei. Ne? Es sind viele Fragen von Anfängern dabei, es sind auch manchmal Fragen dabei von Teilnehmern, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und viele unserer Kunden sagen, Mensch, das ist eigentlich das extrem Wertvolle, was wir hier lernen können, nämlich aus den Fragen der anderen. Und damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, wie sowas ausschaut, zeige ich euch jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Helpdesk. Da ging es um eine Frage mit verschiedenen Deltas, also warum man nicht anstatt einer Delta 10 Call Option vielleicht lieber einen Spread schreiben sollte, der höhere Deltas hat. Wir gehen auf das POT, also die Probability of Touch, und den POP, Probability of Profit, ein. Ganz, ganz spannendes Thema. Die Frage kam von Michael, und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch, nicht das schaue ich euch, das zeige ich euch jetzt. Gut, nächste Frage. Normalerweise, die kommt von Michael. Normalerweise verkauft ihr Future-Optionen bei einem Delta von 10. Es könnte doch eine höhere Prämie bei gleichem Delta ergeben, wenn man stattdessen einen Bear-Call-Spread aufbaut, sodass sich ebenfalls ein Delta von 0,1 ergibt. Ah, okay. Also, tolle, sehr schöne Frage. Michael, pass auf, ich muss es aufzeichnen, damit wir alle die Frage verstehen. Also, wir nehmen mal irgendeinen Markt und sagen mal, komm, was nehmen wir mal? Wir nehmen den Euro. Die Frage von Michael ist folgende. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mal angenommen, wir sind momentan bärisch auf den Euro. Ne? Das ist jetzt keine Aussage von mir, sondern das ist eine Annahme. Und wir sagen, okay, wir wollen einen Call verkaufen. Dann sagen wir, komm, wir verkaufen hier diesen Call, hier bei einem Delta von 10. Okay, schreib's mal hier hin, Delta 10. So, bekommen wir eine Prämie und haben vor allen Dingen jetzt Folgendes, nämlich einen sogenannten POP-Wert. Könnt ihr nochmal nachschauen in unserem Optionsstrategien-YouTube-Kanal. Von 90%. Also das heißt, es gibt eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass diese Option verfällt. Die Akademiker werden das ein bisschen anzweifeln, jeder Praktiker wird das genauso bestätigen. Wenn du jetzt hingegen sagst, und das ist die Frage, die Michael meint, wir könnten doch aber auch hergehen, könnten einen Spread machen und können sagen, hey, den machen wir hier und verkaufen zum Beispiel einen 30er Call und kaufen einen 20er Call dazu, hier. Also, 30er Call Short, ich mache hier mal Minus davor, plus einen 20er Call Long, Delta, also 20er Delta Long, ne, das ist jetzt hier, plus ergibt es ja auch wieder ein Delta von 10. So, und jetzt denkt man ja, das ist das Gleiche.
Und Michael fragt jetzt hier auch, okay, dann würde das doch aber eine höhere, dann würde das doch aber eine höhere Rendite ergeben. Ne? Das kann sein, dass es eine höhere Rendite ergibt, aber ja, ich glaube, beides ist minus 10, nein, plus 10, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber der Unterschied ist ganz einfach dieser Pop-Wert, nämlich die sogenannte Probability of Profit, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade ein Gewinner wird. Und der ist eben hier jetzt bloß noch bei 70%. So, statt bei 90%. Jetzt könnte man sagen, na ja, das ist doch egal. Das ist doch nicht so schlimm. Es gibt aber dann noch was anderes, nämlich da gibt es noch so einen sogenannten Pot-Wert. Oh, jetzt wird's kompliziert. POT. So, Pot-Wert, Probability of Touch. Und der ist ganz pauschal, auch da gibt es genaue Berechnungen, spielt aber keine Rolle. Der wäre hier oben, hier, ungefähr das Doppelte des Deltas. Das heißt, wir haben eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit in diesem Trade, dass hier das angelaufen wird. Okay? Dass während der Laufzeit dieser Call mal angelaufen wird. Dass der Spread allerdings, und zwar der Short Call, den wir hier haben, angelaufen wird, da müssen wir das Delta hier verdoppeln. Das heißt, wir haben hier unten jetzt, muss ich wieder blau machen, hier unten haben wir jetzt einen Pot-Wert von 60%. Das heißt, in mehr als der Hälfte der Fälle, wenn wir das so tun, wird unser Strike angelaufen. Und das ist problematisch, wenn du das als dauerhaftes Geschäft machst, weil von 10 Trades, die du machst, wird sechsmal der Strike berührt. Was machst du dann? Bleibst du drin? Rollst du? Wie auch immer. Ne? Es ist grundsätzlich nicht falsch. Und es gibt viele Leute, die 30er Deltas verkaufen. Aber für die Art von Handel, wie wir es machen, für jemand, der nicht die ganze Zeit davor sitzt, für jemand, der kein Delta-Hedging betreibt, also der jetzt nicht permanent mit dem Underlying hin und her handeln will, für den halte ich diese Vorgehensweise einfach für zu aufwendig. Und aus dem Grunde bevorzugen wir eben diese Variante mit dem Delta 10, wohl wissend, dass unsere Prämien damit geringer sind und unsere Rendite, aber es ist weitaus weniger aufwendig. Das ist mein Punkt dazu. Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage. Also, Michael, top gefragt. Und da seht ihr auch mal wieder, manchmal, ich weiß, manchmal kommen ja auch Fragen, da stehen so, ich weiß nicht, ob ich das fragen kann. Ich bin ja erst so kurz dabei oder so, ne? Ihr könnt alles fragen. Es ist für alle immer interessant und glaubt mir, es ist wie immer, merke ich in Seminaren immer. Jeder, der fragt, hat 10 Mann im Raum oder jetzt hier, die sagen, Gott sei Dank hat es mal jemand gefragt. Also eine klasse Frage. Super. So, ihr habt also gesehen, so läuft dieses Helpdesk jeden Donnerstag ab. Und wenn ihr denkt, dass das für euch auch der richtige Weg sein könnte, um etwas mehr über den Optionshandel zu lernen, um eure Fragen zum Thema Optionshandel loszuwerden, dann schaut euch einfach mal unser Angebot mit dem Börsendienst an. Link ist hier unten also hier unterhalb dieses Videos, das könnt ihr euch anschauen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genießt den Sommer. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.